Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute Theresa Sophie. Hallo Theresa, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo, es freut mich total, hier sein zu dürfen. Ja, wie du sagst, ich bin Theresa Sophie. Ich bin als Psychologin, Coach, Yoga-Trainerin und Autorin tätig und bin eben hier in Graz zu Hause, also in Österreich, 28 Jahre und begeistere mich sehr für das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das fließt auch so in meine geschriebenen Werke mit ein. Habe dafür auch einen Podcast, der Yotesa Tribe Gedankengym Podcast, und freue mich jetzt einfach total, hier die Lesung mit euch zu teilen. Du machst ja viel. Hast du mir alles gar nicht erzählt, aber jetzt hast du es erzählt. Sehr spannend. Und jetzt erzähl doch mal bitte, welches Buch du heute mitgebracht hast. Genau, das Buch heißt Da gibt's noch mehr, deine Kokosstimme. Und da geht es im Wesentlichen so um eine 30-jährige Frau, die im Leben eigentlich alles hat, was man so zum Leben braucht. Und doch ist so eine innere Stimme in ihr, die sagt, hey, da gibt's noch mehr. Und dieser inneren Stimme beginnt die Sabine zu folgen und wird auf Reisen geschickt. Zuerst auf ein Schweigeretreat und dann in weiterer Folge nach Bali. Und dort erkennt sie die Liebe zu Yoga, zum Schreiben. Sie fängt ein Kinderbuch an zu schreiben und verwirklicht immer mehr ihre eigenen Träume. Und ja, das ist so eine Geschichte, wo Sabine immer mehr zu sich selbst findet, somit auch die Selbstliebe entdeckt. Und damit möchte ich eben auch dazu begeistern, wieder an die eigenen Träume zu glauben und ihnen zu folgen. Ich habe auch den Klappentext mitgebracht und würde den mal vorlesen. Wenn deine innere Stimme nach mehr ruft, gibt es das auch. Mit vielen Fragen und Herzschmerz im Gepäck folgt Sabine ihrer Kokosstimme. Eine Woche Schweigerückzug mündet in eine Ausbildung zur Yogalehrerin auf Bali und führt sie zum neuen alten Leben in der Heimat. Hier verwirklicht sie endlich ihr Buchprojekt und tauscht ihren Job als Marketingleiterin mit dem als Yogalehrerin. Was ihren Kontostand wenig freut, ihr Herz dafür umso mehr. Als sich auch noch ihr Yogaschüler Harald als Verleger herausstellt, kann sie ihr Glück kaum fassen. Allein ihr Herzschmerz löst sich nicht. Welche Superpower sie wohl gegen Liebeskummer finden wird? Da bin ich jetzt aber gespannt. Also macht richtig neugierig. Ja, wunderbar. Sollen wir gleich reinstarten? Ja, sehr gern. Okay. Ja, bevor wir uns jetzt mit Sabine auf Reisen begeben, würde ich dich als Zuhörer einfach einmal einladen, bei dir mal so ein wenig anzukommen und einfach einmal mit dir die Verbindung aufzunehmen. So, sozusagen ein kurzer Check-in mit dir selbst. Vielleicht, je nachdem, wo du gerade bist, kannst du auch die Augen schließen, es dir vielleicht sogar ein wenig gemütlich machen und einen tiefen Atemzug nehmen. Und mal spüren, wie es dir gerade geht, welches Gefühl gerade da ist und wie du dich heute gerade fühlst. Welche Körperempfindungen gerade auftauchen. Und all das darf einfach einmal da sein. Ja, und jetzt, wo du den Kontakt mit dir selbst aufgenommen hast, verbinden wir uns mit Sabine und die ist gerade im Schweigekloster und mit ihren Gedanken beschäftigt. Am Abend. Ich hockte in meinem Zimmer. Der Kloß im Hals war wieder da. Warum meldete der sich nun wieder? Und warum konnte ich nicht zufrieden sein? War das so schwer? Bei Yoga Girlie sah es so einfach aus. Tränen kullerten mir über mein Gesicht. Ich starrte nach draußen in die Dunkelheit und konnte nichts mehr zurückhalten. Eine Welle der Traurigkeit erschlug mich und ich gab mich ihr hin. Bevor ich zum Retreat gefahren war, hatte ich im Internet Bewertungen gelesen. Einige Teilnehmer hatten von einer lebensverändernden Zeit im positiven Sinne geschrieben. Ich hatte jedoch ganz im Gegenteil das Gefühl, dass die Meditation alles Negative, das in mir war, hervorholte und verstärkte. Ich zuckte zusammen. Meine Zimmernachbarin stand neben mir und tippte mir auf die Schulter.
Wollte sie noch mehr Regeln brechen oder was sollte das jetzt? Nicht einmal in einem Schweigerückzug konnte ich für mich sein. Sie legte mir Block und Stift in den Schoß, verdutzt starrte ich darauf. Kann helfen, war auf die erste Seite geschrieben. Ich blickte auf und wollte mich bedanken. Da war sie schon zurück in ihr Bett gehuscht. Und jetzt? Sollte ich die Regeln brechen? Was war mit meinen Prinzipien? Der Kloß im Hals meldete sich erneut. Wer will schon erleuchtet sein, dachte ich schulterzuckend. Ich will lediglich glücklich sein. Verdammt, wir sollten uns doch von Wünschen lösen. Das Hin und Her in meinem Kopf wurde mir zu dumm. Trotzig nahm ich den Stift in die Hand und wollte loslegen. Aber womit? Auf Zeichnen hatte ich keine Lust. Früher liebte ich es zu schreiben. Als Kind hatte ich mal einen ganzen Sommer lang an einem Buch gewerkelt. Verschwommen erinnerte ich mich an die Geschichte, in der der kleine Flynn in einen Magiewald flüchten musste, weil seine Stiefeltern von Drachen heimgesucht worden waren. Er war der Einzige, der sie retten konnte. Sein Körper war mit der Kraft eines Feinfühlherzens beschenkt worden, mit dem er Boshaftigkeit in Liebe umwandeln konnte. Dies gelang aber nur, wenn Flynn erkannte, warum die boshaften Wesen zur dunklen Macht gewechselt waren. Flynns Herzenskraft war noch nicht zur Gänze ausgewachsen, sodass es ungewiss war, ob er das hohe Maß an dunkler Macht der Drachen verwandeln konnte. Ich schmunzelte. Schade, dass ich das Buch damals nicht zu Ende geschrieben hatte. Da war mir wohl ein Bestseller durch die Lappen gegangen. Und dann schrieb ich, ohne nachzudenken, über das Alleinsein, das All-Einsein. Alles ist in uns drin. Jeder von uns ist für die Erde ein Gewinn. Ich schmunzelte über meinen billigen Reim. Erst jetzt fiel mir auf, woraus sich Alleinsein semantisch zusammensetzte. Aber wie kam ich zu diesem Alles, das in mir steckte? Ja, und an dieser Stelle möchte ich dich wieder dazu einladen, dich mit dir zu verbinden, mit deinem Herzen, vielleicht sogar mit deinem Feinfühlherzen, das so viel spürt und wahrnimmt. Und wenn du die Verbindung mit deinem Herzen aufnimmst, was sagt es dir gerade? Welche Botschaft hat es für dich? Nimm an dieser Stelle wieder gerne einen tiefen Atemzug ein und aus und dann reisen wir auch schon wieder weiter, nämlich zum nächsten Tag nach dem Mittagessen. Ich hatte wieder in der Küche edel gearbeitet und spazierte anschließend durch den Wald. Neugierig probierte ich an der nächsten Kreuzung einen mir unbekannten Weg aus. Sonnenstrahlen ließen den Schnee funkeln. Je weiter ich ging, desto zufriedener wurde ich. Erschrocken blickte ich nach einer Weile auf die Uhr. Es war bereits knapp vor 2. Hastig wollte ich zurück, doch wem machte ich etwas vor? Zur Nachmittagsmeditation würde ich es nicht mehr schaffen. Ich entschied mich also dafür, weiter in den Wald hineinzugehen. Jetzt war es nebensächlich, wann ich zurückkommen würde. Ein Lächeln bewegte meine Lippen. Endlich habe ich Zeit für mich, dachte ich und lachte ob der Ironie, doch bereits 4 Tage mit Zeit nur für mich verbracht zu haben. Ich sah den Schnee glitzern, mein Lächeln wurde breiter und meine Gedanken fröhlicher. Mein Gehirn machte sich selbstständig und die unterschiedlichsten Ideen für meine Zukunft prasselten in meinem Kopf umher wie Popcorn im Topf. Ich könnte meinen Job kündigen, eine Yoga-Reise nach Indien machen und ein Buch darüber schreiben, schoss es mir ein. Später würde ich als Bestseller-Autorin und Yoga-Lehrerin um die Welt reisen. Außerdem konnte ich Rohkost-Kochkurse geben. Wenn die Welt da draußen einmal von meinem No-Bake-Chocolate-Cake gekostet hätte, würde sich mein Kochkurs wie warme Semmeln verkaufen. Dann war es nur eine Frage der Zeit, bis ich den richtigen finden, Kinder gebären und wie ein Honigkuchenpferd lächelnd auf meiner Veranda sitzen würde.
Genau so würde ich es machen. Meine Gedanken waren nicht mehr aufzuhalten und ich ließ von Glück durchströmt einen lauten Jubelschrei los. Am liebsten wollte ich auf der Stelle meinen Chef anrufen, kündigen und loslegen. Allein der Gedanke daran verlieh mir Gänsehaut. Es war das Beste gewesen, die Nachmittagsmeditation auszulassen und zu schummeln. Ein Hoch auf die Eigenständigkeit, fern von allen Prinzipien. Zurück im Zentrum. Ich schnappte mir den Block meiner Zimmernachbarin und krakelte drauf los. Dabei schüttelte ich den Kopf über mich, dass ich sie anfangs so pedantisch für ihr Verhalten abgewertet hatte. Wer brauchte schon Regeln, wenn man ohne sie so viel besser lebte? Feurig verschriftlichte ich meine Ideen und hielt sie in kleinen Zeichnungen fest. Romane veröffentlichen, Kochkurse leiten, Reisen, Ausbildung zur Yogalehrerin, als Yogalehrerin erfolgreich sein, Bestseller publizieren. Danke, danke, danke. Wow. Juhu, endlich ist es soweit. Stand nun auf dem Blatt neben skizzierten Büchern, Yoga-Posen und fröhlichen Smileys. Ich konnte mich nicht erinnern, solche Freude in mir gespürt hatte. Heute war endlich mein Tag. Der lang ersehnte Tag, auf den ich schon Wochen, wenn nicht gar Monate lang gewartet hatte. Schmunzelnd schrieb ich mein Tag als Überschrift auf die nächste Seite. Meine Freude und Kreativität ließen sich nicht mehr aufhalten und ich schrieb weiter. Und dann klopft er an, der Tag. Ich lächelte wieder. Bei meiner Euphorie bekam ich doch tatsächlich Lust zu dichten. Und das, obwohl meine Deutschlehrerin nie besonders begeistert von meinen lyrischen Werken gewesen war. Also schrieb ich vergnügt weiter. Der Tag. Mein Tag. Einfach ein Tag. Der wird zu meinem Tag. Und sagt mit lauter, mächtiger Stimme, was zu tun ist, was ich machen will, was mir Freude bereitet und wohin die Inspiration mich leitet. Wie ich höher schwing, aus meinem Inneren sing, was Lachen verbreitet und mich mit Sinnhaftigkeit begleitet. Was mich auf Glücksgefühlen schaukeln lässt, was nie mehr mein Herz verlässt, was meine Passion und Leidenschaft ist. Was all den Ärger auf Nimmerwiedersehen vergisst, was mich springen lässt, singen lässt, vor Freude weinen und dann wieder einfach nur losgehen lässt. Der Tag, mein Tag, einfach ein Tag, an dem ich meiner Herzensstimme folge, nicht mehr dran denke, was eigentlich zu machen wäre, schaffen wäre, weil es die anderen ja auch alle so handhaben, in ihrer Hand haben, meine Hand will sie haben, meine Hand will haben, Kontrolle haben über das Leben, wo es hinführt, wie es sich anfühlt, wann es laut ist, wann leise, wann es loslegt, wann stillsteht. Doch dann kommt der Tag, einfach ein Tag, mein Tag, ein Tag, an dem ich aufgebe, endlich den Dingen seinen Lauf gebe, meine Hand mal aus allem rausgebe, mich in das Nichts fallen lass und mich endlich auf das Leben verlass. Dann hat der Tag Kraft, mir seine Richtung zu zeigen. Nach einmal kurz Schweigen wird er mir all die Wege aufzeigen, das Ende des bloßen Strebens, um Fehler zu vermeiden. Einmal Mensch sein ohne Perfektionsschein. Loslassen, treiben lassen, fallen lassen, sich auf das Leben verlassen. Sich vom Strom treiben zu lassen, ohne ständig gegen den Strom zu schwimmen. Auf Wellen reiten, ohne sich zum Nichtstun zu verleiten. Fallen lassen, ohne den Kopf hängen zu lassen. Loslassen, ohne sich selbst aus den Augen zu lassen. Und dann kommt der Tag. Einfach ein Tag, der Tag, der wird zu meinem Tag und ich erkenne,
Der Tag braucht mir nicht zu sagen, was zu machen ist, was mir Freude bereitet, wohin die Inspiration mich leitet, wie ich höher schwing, aus meinem Inneren sing, was Lachen verbreitet und mich mit Sinnhaftigkeit begleitet, was mich auf Glücksgefühlen schaukeln lässt, was nie mehr mein Herz verlässt, was meine Passion und Leidenschaft ist, was all den Ärger auf Nimmerwiedersehen vergisst. Der Tag sagt eigentlich nichts. Er ist ganz stumm, so wie alles um ihn herum. Er war und ist einfach nur da. Doch erst jetzt nehme ich mein Innerstes wahr und ich erkenne, dass so ein Tag jeden Morgen für mich aufs Neue aufbrennt. Ja, und auch an dieser Stelle lade ich dich dazu ein, wieder mit dir in Verbindung zu gehen und zu spüren, was es für dich heißen würde, wenn von nun an dein Tag ist. Wie würdest du durchs Leben gehen? Wie würdest du durch deinen Tag gehen? Welche Projekte würdest du umsetzen? Welchen Träumen und Visionen folgen? Und welches Gefühl würde dich dabei begleiten? Und so widmen wir uns wieder Sabine. Verwundert blickte ich auf die geschriebenen Zeilen. Wo war denn das gerade hergekommen? Das Schweigen gab kreativen Prozessen wohl einen Extra-Boost. Zu schreiben war ab sofort mein favorisierter Kommunikationsstil. Im gesprochenen Wort hatte ich mich ohnehin nie gut ausdrücken können. Jedenfalls gut zu wissen, dass jeder Tag mein Tag ist, dachte ich zufrieden. Ich war sogar zu gut gelaunt, um meiner ehemaligen Deutschlehrerin einen Beschwerdebrief über ihre schlechten Beurteilungen zukommen zu lassen. Das war mir jetzt alles egal. Heute war mein Tag und von nun an würde es meiner bleiben. Auch während der Abendmeditation saß ich grinsend auf meinem Kissen. Das Leben lag vor mir und ich konnte es nicht erwarten, loszuleben. Wie lange es wohl dauern würde, ein Buch zu schreiben? Ich würde diesen Sommer schon nach Indien reisen können und mit dem Roman loslegen. Im Herbst würde ich Verlage kontaktieren. So lange würde das sicher nicht dauern. Andererseits sprach auch nichts dagegen, bereits jetzt mit einem Buch zu starten. Aber worüber? Vielleicht sollte ich mit einem Kinderbuch beginnen. Wer brauchte schon einen Mann, der einem Kinder bescherte, wenn man für alle Kinder dieser Welt schreiben konnte? Oder zumindest für alle deutschsprachigen Kinder dieser Welt, fügte ich gedanklich hinzu. Aber wer wusste es schon? Vielleicht würde das Buch in alle möglichen Sprachen übersetzt werden. Ich überlegte weiter. Wovon sollte die Geschichte handeln? Pampers Zeiten lagen zu weit zurück, aber an die Schulzeit konnte ich mich gut erinnern. Daran zurückdenkend fiel mir kein anderer Titel als Susis Leiden ein. Zugegebenermaßen bedurfte es für ein Kinderbuch wahrscheinlich eines fröhlicheren Plots als ein Mädchen, das wegen ihres Ballettgewandes von ihren skateboardfahrenden Mitschülern gemobbt wurde. Besser war etwas Frohes. Emils Abenteuer zum Beispiel. Ja, das war es. Ich konnte von all den Ereignissen schreiben, die Emil auf dem Schulweg mit seiner Freundin Luise erlebte. Nachts. Aufgeregt lag ich im Bett und konnte nicht einschlafen. Der Euphorie und Rebellion wegen hatte ich meine Trink-niemals-nie-Kaffee-Sabinchen, das macht dich zu aufgewühlt, Regel vernachlässigt. Das war es mir aber wert. Diese Nacht wurde eben auch zu meiner Nacht. Mein Körper wurde von Glückshormonen durchströmt. Ich sah mich schon in einer Hängematte liegen und stirnrunzelnd an einem neuen Bestseller schreiben, währenddem mein Mann gerade von der Arbeit nach Hause kam und mich auf die Stirn küsste. Erleichtert atmete ich auf. Im Grunde genommen war es mir auch egal, wohin meine Reise führte. Wichtig war mir das Gefühl, das ich dabei hatte. Und das Gefühl der Inspiration gefiel mir so viel besser als alles, was ich bisher kannte.
Ja, Sabines Aufenthalt im Schweigeretreat geht weiter und wir kommen zum letzten Tag. Der letzte edle Dienst. Ich hatte mich dafür eingetragen, die Scheune zu fegen. Yoga Girlie stand schon mit Schaufel und Besen bereit. Wir teilten uns die Arbeit. Ich schnappte mir einen Besen und marschierte mit ihr nach draußen. Während ich vor mich hin arbeitete, konnte ich nicht anders. Ich musste Yoga Girlie von meinen Ideen erzählen. Wir hatten endlich die Erlaubnis bekommen zu sprechen und ich wollte meine Erfahrungen mit jemandem teilen. Go for it, mach es einfach, entgegnete mir Yoga Girlie begeistert. Sie erzählte mir, wie sie vor einigen Jahren ihr nachhaltiges Modegeschäft eröffnet hatte. Eines muss ich dir noch mit auf den Weg geben. Die ersten 5 Sekunden einer Idee sind die wichtigsten. Danach kommt nichts Vernünftiges mehr. Dann kommen nutzlose Stimmen des Zweifels. Das Ego hat bloß Angst vor dem Unbekannten und will dich davor schützen. Am liebsten ist es ihm, wenn alles beim Alten bleibt. In seiner Angst wird es kreativ und findet die verrücktesten Gründe, warum du scheitern wirst. Also hör nicht drauf. Wenn du immer nur den ersten 5 Sekunden Beachtung schenkst, kannst du alles schaffen. Und mit alles meine ich alles. Ich habe da so eine Theorie, dass das die kurze Zeit ist, in der wir unseren Seelenweg klar hören. Alles andere ist totaler Schwachsinn. Lediglich erlernte Glaubensmuster. Nachdem Angst wie Käse riecht, nenne ich die Angststimmen auch gerne FM-Käsekanal. Wenn dieser Sender an ist, musst du zusehen, dass du schnell wieder umschaltest und zu einem fruchtbareren Kanal wechselst. Dem FM-Kokoskanal zum Beispiel. So nenne ich die Stimmen der ersten Sekunden einer Idee. Es ist nicht immer leicht, diesen Kokosstimmen zu folgen. Doch wenn du die erste dicke Schale des Selbstzweifels und störenden Gedankenguts einmal geknackt hast, dauert es nicht mehr lange und du trinkst zum süßen Wasser dem Flow des Lebens vor. Ja, an dieser Stelle ist der erste Teil der Lesung vorbei. Also ich habe jetzt mal eine Frage. Warst du selber im Schweigekloster? Ja. Okay. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kommt sie denn jetzt da drauf? War sie da jetzt schon selber? Aber gut, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Das war bestimmt auch eine sehr interessante Erfahrung. Wie lange warst du im Schweigekloster? Ja, genau. Also das war wirklich eine interessante Erfahrung. Die ging für 7 Tage. Und auch während diesem Aufenthalt habe ich dann diese Idee gehabt von, da gibt's noch mehr, also zu diesem Buch. Hast du 7 Tage durchgehalten, nicht zu reden? Genau, es waren wirklich 7 Tage Schweigen. Das war wirklich eine große Herausforderung, ja. Wow, Respekt. Also, klasse. Ich musste das jetzt einfach mal wissen. Es tut mir leid, aber ich war jetzt einfach super neugierig. Es hat mich wirklich sehr interessiert. Ja, auf jeden Fall. Gern. Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Vielleicht magst du die mal so ein bisschen vorstellen. Ja, wie man schon mitbekommen hat, geht es eben im Wesentlichen um die Sabine. Und die Sabine ist eben 30 Jahre alt in einem Job, der ihr so passt. Und gleichzeitig hat sie eben immer wieder dieses Gefühl, da muss es ja eben noch mehr in ihrem Leben geben. Und ich habe den Charakter von Sabine bewusst so dargestellt, dass sie sehr durchschnittlich ist, immer wieder auch tollpatschig ihren Ideen folgt und möchte damit einfach auch so vermitteln, man muss jetzt nicht, weiß Gott, wie außergewöhnlich sein, um seinen Träumen zu folgen. Und Sabine ist auf ihrem Weg auch immer wieder so, dass sie auf die Nase fällt und dann wieder aufsteht und wieder neuen Mut sammelt. Und ich glaube, das ist so was Wesentliches, was ich damit auch vermitteln mag, einfach einmal weiterzumachen. Dann gibt's auch noch die Annika, die ist eben ihre beste Freundin und hat immer mal wieder einen guten Ratschlag für Sabine parat. Und auch auf ihrem Weg allgemein trifft sie immer wieder auf Persönlichkeiten, die ihr den einen oder anderen Rat mitgeben auf dem eigenen Weg, den sich vielleicht auch die Lesenden dann auch wiederum mitnehmen können, je nachdem, in welcher Situation sie gerade sind. Wo spielt denn dein Buch?
Ja, also es beginnt in Sabines Heimatstädtchen. Da kann man gar nicht genau sagen, wo das jetzt ist. Also es ist in einem deutschsprachigen Land. Und dann geht es eben weiter in dieses Schweigekloster, das irgendwo in den Bergen ist, und wiederum weiter dann nach Bali. Also der gesamte Mittelteil findet dann auf Bali eben statt. Und dann zum Schluss geht es eben wieder zurück in ihr Heimatstädtchen. Ist denn der nächste Teil in Bali? Also der erste Teil quasi ist ja der Mittelteil auf Bali. Und der nächste Teil, also die Fortsetzung vom Roman, da wird es auch wieder so eine Verbindung zum ersten Teil geben. Also da wird auch wieder ein Teil auf Bali stattfinden. Ah, sehr schön, da freue ich mich schon. Mhm. Magst du gleich mal weiterlesen? Sehr gern. Ja, die Zeit vergeht und Sabine ist wieder von diesem Retreat zurück. 3 Monate später. Ich saß auf dem Dach meines Wohnhauses, blickte auf das Städtchen, in dem ich lebte, und fragte mich, wo sie hin war, die Inspiration. Zum Schreiben hatte mir, seit ich zurück war, die Zeit gefehlt. Ach was, mir hatte das Happy End gefehlt. Ob Leben tatsächlich so war? Immer wieder in einem Retreat unterzutauchen, um sich für den Alltag über Wasser zu halten? Das konnte es doch nicht sein. Dafür waren mir meine bevorstehenden 57 Jahre, ich wollte mindestens so alt werden wie Yogini Oma und wie sie auch dann noch Yoga-Retreats leiten, ein deutlich zu langer Zeitraum. Am Abend. Und wie läuft's mit Emil? Wollte mich Annika auf andere Gedanken bringen. Welcher Emil? Fragte ich scheinheilig. Ich wusste genau, was sie meinte. Na, der Junge aus dem Kinderbuch, das du nach deinem Schweigeaufenthalt schreiben wolltest. Weißt du nicht mehr? Natürlich wusste ich es. Emil, wie soll es ihm schon gehen? Tagtäglich geht er in die Schule, ist gefangen in einem System. Der muss doch einmal was erleben, Annika. Draußen spielt sich die Welt ab, nicht zwischen Mathematikunterricht und Sachkunde. Luise, seine Freundin, spricht gerade nicht mit ihm. Sie meint, er müsse sich erst einmal selbst finden, bevor er sie beim Versteckenspiel suchen darf. Annika lachte laut auf. Ach Annika, ich glaube, das wird nichts mit meiner Karriere als Kinderbuchautorin, murmelte ich matt. Vielleicht sind wir doch bloß dazu da, um zu arbeiten, Kinder zu kriegen und uns mit Medienkonsum vom seelischen Mangelgefühl abzulenken. Mal abgesehen davon, dass mir zum Kinderkriegen das passende Gegenstück fehlte. Sabine, du meintest, da gibt's noch mehr, also gibt es das auch. Geh endlich los und dem nach, was in dir ist, konterte Annika in beharrlichem Tonfall, den ich sonst nur von ihr kannte, wenn sie mich davon überzeugen wollte, dass Nero das beste Eis von Vegan Gelato war. Übrigens vollkommener Quatsch. Cashew Dream blieb die Nummer 1. Gedanken denken oder Leben leben? Später. Nur das Denken, dass wir leben, hat einen Wert, las ich in Hermanns Hesse Werk Demian. Ein warmes Kribbeln stieg in mir auf, wie recht er doch hatte. Die Zeilen unterstrichen Annikas Worte. Ich musste mich meinen Gedanken endlich stellen und aufhören, sie auf morgen zu vertagen. Ich müsse endlich losgehen, hatte sie gesagt. Doch wie ging das? Wie immer, wenn ich nicht weiter wusste, nahm ich einen Block zur Hand und schrieb gedankenverloren losgehen in die erste Zeile. Wo wollte ich hin? In Richtung Freude wäre schön, dachte ich lächelnd und begann zu schreiben. Lasst uns doch mal Richtung Freude lenken, dem schönen Meer Beachtung schenken. Dorthin, wo wir das Kind in uns sehen, wo Robin Hood und Marian auf Entdeckungsreise gehen. Denn wo wir aus Freude handeln, lassen sich Herzenswünsche in Tatsachen wandeln. Also lass doch mal für diese Herzenswünsche losgehen. Dorthin, wo wir die Bestimmung sehen. Wofür unser Herz erstrahlt und dadurch die vielen Wege aufmalt. Und der Strahl fungiert als helles Licht. Erklärt uns in verkopften Stunden die Sicht, ja, und wo ist gerade dieses Strahlen, den Funken nach und nicht den Qualen?
Also lasst uns doch mal für unser inneres Leuchten losgehen. Dorthin, wo wir uns am hellsten sehen. Wo wir die Hoffnung auf unsere Träume nicht verlieren, auch wenn wir bisweilen im Dunkeln irren. Denn wo viel Schatten, da auch viel Licht. Dies verleiht dem vermeintlichen Mangelgefühl im traumlosen Nächten ein neues Gesicht. Also lasst uns doch mal beiden Seiten ihre Beachtung geben. Nicht nur im Traum sind wir vollständig und genug für das Leben. Und wo ist gerade dieser Traum? Geben wir ihm auch tagsüber genügend Spielraum? Also lasst uns doch mal für unsere Träume losgehen. Dorthin, wo wir uns im Ganzen sehen. Wo wir den Kopf niemals senken und heute mal ins Unendliche denken und wo zudem mutige Schöpferkraft erwacht. Werden Träume zu Realitäten gemacht? Also lasst doch mal für diesen Mut losgehen. Dorthin, wo wir uns in kühnsten Abenteuern sehen. Denn wo unsere innere Stimme nach Veränderung schreit, ist unser Leben für etwas Großes bereit und wer weiß, welche Wunder noch geschehen. Wenn wir den Weg der Veränderung und Revolution noch heute begehen und wo ist gerade diese Revolution, dem Erschaffen nach Jahr der Aktion? Also lasst uns doch mal für das Neue losgehen. Dorthin, wo wir die Magie der Veränderung sehen, wofür wir im Herzen brennen und heute noch tatkräftig auf die Straßen rennen, denn gemeinsam sind wir die pure Kraft, die jeden Morgen Wunder erschafft, Wunder, von denen wir unseren Kindern mal erzählen, dürfen wir bereits im Heute selbst auswählen. Also frage ich uns, welche wundervollen Geschichten wollen wir im Morgen berichten? Alles steckt in uns drin. Wir verleihen unserem Leben selbst den Gewinn, also lass doch mal losgehen für das, was wirklich zählt. Lass mal losgehen für unsere Welt. Und welche wundervollen Geschichten möchte ich im Morgen berichten? Fragte ich mich schmunzelnd und legte den Bleistift beiseite. Jetzt gab es keine Ausreden mehr. Es war an der Zeit, meine Herzenswünsche zu verwirklichen. Ja, und auch an dieser Stelle lade ich dich dazu ein, wieder mit dir selbst Kontakt aufzunehmen. Ganz egal, wo du gerade unterwegs bist, auch wenn du gerade gehst, vielleicht ist es dir möglich, einfach einmal bei dir wieder so einen Check-in zu machen und dich zu fragen, was sind denn deine Herzenswünsche gerade? Welche Träume wollen von dir gelebt werden? Und vielleicht kannst du dir vorstellen, wie du diese Träume bereits lebst, wie du sie bereits verwirklichst. Vielleicht lässt sich vor deinem inneren Auge so eine Zukunftsversion bilden von dir selbst. Und du kannst dich mal betrachten, wie du da durch dein Leben gehst. So, als wäre jeder Tag dein Tag. Wie siehst du dabei aus? Welche Menschen umgeben dich dabei? Welche Gefühle begleiten dich? Und solche Herzenswünsche, solche Träume müssen auch gar nichts Großes sein. Irgendetwas, was dich im Herzen berührt, erlaube dir, es zu leben. Und dann nimm gerne wieder einen tiefen Atemzug ein und auch wieder aus. Und vielleicht gibt es so eine kleine Sache, die du bereits heute für deinen Herzenswunsch tun kannst. Und wie bei Sabine ist es jetzt an der Zeit, für dich loszuleben und dafür loszugehen. Ja, das war jetzt der zweite Teil der Lesung. Und jetzt gehen wir alle los und leben unser Leben. Das war sehr schön. Du musst uns jetzt aber nochmal erklären, was es mit dem Check-in auf sich hat. Vielleicht kann sich nicht jeder was darunter vorstellen. Ja, sehr gern.
Also wie ich ja anfangs erzählt habe, bin ich als Psychologin tätig und auch als Yoga-Lehrerin. Und das sind beides so zwei Komponenten von meiner Tätigkeit, wo es ganz essentiell ist, immer wieder mit seinen eigenen Gefühlen Kontakt aufzunehmen. Und da ist es mir einfach so ein Herzensanliegen, dass wir alle wieder mehr in Verbindung mit uns selbst gehen und dadurch eben ein authentisches Leben erschaffen, wo wir selbstbestimmt unterwegs sind und auch unseren Gefühlen Raum geben dürfen. Weil in unserer Gesellschaft ist es ja manchmal auch so, dass Gefühle vielleicht eher runtergeschluckt werden oder denen nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und für mich ist es eben auch so, ja, wie gesagt, ein Herzensanliegen, dass diese Gefühle da sein dürfen, dass wir die durchleben dürfen und dass alles okay ist, dass das alles Raum und Platz kriegt. Und ja, auch auf meinem Yodhesa Tribe Gedanken-Gym-Podcast mache ich auch immer wieder so Trance-Reisen und Meditationen, um da einfach wieder diese Verbindung mit sich selbst herzustellen. Eine sehr schöne Sache. Ah, danke. Danke dir. Warum die Kokosstimme? Ja, ich habe das eine spannende Metapher gefunden, denn ich weiß nicht, ob du es von dir kennst oder generell unsere Hörer und Hörerinnen es kennen. Oftmals begleiten uns so innere Stimmen durch den Tag. Und je nachdem, wie das eben gerade ist, sind es ja oft auch so kritische Stimmen, die sagen, ah, na, das wird ja eh nichts, oder die einfach einen Selbstzweifel an den Tag legen etc. Und manchmal lässt da auch eine andere Stimme quasi so, lässt sich quasi eine andere Stimme hören, die es eben gut mit uns meint. Und mit diesem Buch möchte ich auch so den Fokus drauf legen, wieder dieser Stimme Beachtung zu schenken, die vielleicht so ein bisschen wie die Intuition hervorkommt und eben so eine liebevolle Sprache mit uns hat. Und ich glaube, das dürfen wir wieder generell kultivieren, dass wir eben dieser Stimme, die es gut mit uns meint, eben Raum schenken. Und ich habe das einfach als lustige Metapher gefunden. Quasi, da gibt es die Käsestimmen, so wie die Yoga-Girlie eben sagt, die stinken so, also weil Angst quasi wie Käse stinkt, heißen diese Stimmen jetzt Käsestimmen. Und dann gibt es eben diese fruchtbaren Stimmen, die sehr wohlwollend uns gegenüber sind. Und das haben wir da im Roman als Kokosstimme bezeichnet. Erzähl doch bitte mal ein bisschen was über die Entstehung von deinem Buch, also von der Idee bis zum fertigen Buch. Gerne. Ja, ich habe das ja schon angedeutet, dass ich war ja selbst eben in dem Schweige-Retreat und da kam diese Idee einfach so auf mich zu. Also bei mir ist das allgemein so, alle Bücher, die ich gerade oder die ich bisher geschrieben habe oder gerade am Schreiben bin, diese Ideen sind einfach auf mich zugekommen und dieses Calling war dann so stark, das dem nachzugehen und das zu verschriftlichen. Ja, ich war in dem Schweige-Retreat und kam dann zurück und ich hatte da gar keine andere Wahl. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, das muss jetzt geschrieben werden. Und so ist, da gibt's noch mehr ein Projekt geworden, das mich wirklich über eine lange Zeit begleitet hat und wo ich ja zeitweise wirklich täglich immer wieder so eine halbe Stunde mich dazugesetzt habe und weitergeschrieben habe. Ich war ja dann auch selbst auf Bali und habe für mich selbst auch die Yogalehrerausbildung gemacht und ich habe so das Gefühl, als wäre Sabine überall dabei gewesen. Also es war wirklich wie so, oder es ist auch vom Gefühl her wie so eine Person, die einfach eine gute Freundin ist, über die ich da schreibe. Na, das hört sich ja richtig gut an. Und Gott sei Dank ist das Buch jetzt auch veröffentlicht worden. Ja, habe das Gefühl gehabt, ich war lange schwanger damit und jetzt ist es endlich geboren worden, mein Buchbaby. Ja, und das ist auch total schön. Ja. Wo schreibst du? Gibt es einen bestimmten Ort und hast du eine bestimmte Tageszeit? Und vielleicht hast du ja auch Rituale. Bei mir ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Also aktuell verbringe ich viel Zeit im Zug, weil jetzt durch Arbeitswege etc. einfach immer wieder so eine Stunde oder so, wo ich im Zug bin und die nutze ich dann immer gut zum Schreiben. Aber ich habe kein fixes Ritual. Sonntage sind oft so, dass ich es dann im Café verbringe und von dort aus
ein bisschen schreibe oder es ist einmal vorm Schlafengehen noch im Bett, dass ich ein paar Zeilen schreibe. Also das ist eigentlich sehr unterschiedlich und es ist auch nie für eine lange Zeit. Also ich bin da eher der Typ, der sagt, okay, eine halbe Stunde bis Stunde am Tag reicht völlig. Ich bin da niemand, der jetzt dann den ganzen Tag lang schreibt oder dergleichen. Und es ist auch oft so, dass im Alltag, wenn gerade irgendein Geschehen ist und ich habe gerade wieder eine Idee, dass ich einfach mein Handy einmal zücke und diese Notiz-App öffne und da mal nur ein paar Stichworte eben reinschreibe und dann, wenn ich wieder im Zug sitze oder so, dann verschriftliche ich das Ganze wieder. Aber so ein festes Ritual habe ich gar nicht. Ich glaube, du sitzt sehr oft im Zug, oder? Ja, gut, von dem her kann man es auch wieder so sagen, ja, ist das vielleicht einfach mein Ritual, ja. Ja, das hätte ich nämlich jetzt vermutet. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Schöne Frage. Ja, vielleicht hat man es schon ein bisschen rausgehört. Also mir ist es für mich persönlich total wichtig, aus dem Herzen herauszuleben, der Intuition Raum zu geben. Ich interessiere mich wahnsinnig für persönliche Weiterentwicklung. Also das sind alles Eigenschaften, die ich mir zuschreiben würde. Also intuitiv, neugierig, den eigenen inneren Prozessen gegenüber. Habe ein großes Interesse einfach an Bewusstseinserweiterung, ganz egal über wodurch, also sei es jetzt über Meditation oder eben, ich bin ja eben auch Psychologin, interessiere mich da einfach für diese psychologischen Prozesse, lass mich da auch gern begleiten. Also das sind alles Bereiche, die ich mir sehr zuordne. Ich mache natürlich auch gern Yoga oder generell Sportbewegung. Habe auch da das Gefühl, in der Natur kann man ganz viel auch für sich wieder an Ideenfindung fließen lassen. Ja, das sind alles so diese Bereiche, die mich da sehr inspirieren. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Also ich bin da zum einen auf Instagram mit dem Namen Theresa Sophie, underline Jotesa. Also Theresa schreibt man mit TH, Sophie mit PH und dann eben underline Jo Tesa mit, also Jo schreibt man mit Y und dann Tesa auch wieder mit TH. Ich glaube, das ist dann in den Shownotes auch verlinkt. Auf Instagram teile ich ganz viel über meinen Alltag, sei das jetzt, wenn es um Schreiben geht, sei das jetzt aber auch über Persönlichkeitsentwicklung. Also ich lasse da immer gern auch wissen, was mich gerade selbst bewegt und wie ich da wieder vielleicht andere Personen oder meine Intention ist es dabei, dann wieder auch andere Personen für ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung zu inspirieren. Und wie schon angekündigt, habe ich eben auch auf YouTube einen Kanal, nämlich der Jotesa Tribe Gedankengym, also so das Mindset-Fitness-Studio für die eigenen kraftvollen Gedanken mit der Intention, dass man einfach wieder selbstbestimmt mit Leichtigkeit durch sein eigenes Leben geht. Und ansonsten findet man mich natürlich auch auf meiner Homepage www.jotesa.com. Hier lässt sich auch noch einmal mein Angebot nachlesen. Also wie gesagt, ich bin ja auch als Psychologin und Coach tätig und arbeite da vorwiegend auch mit Trance-Zuständen. Hab da einfach eine gute Erfahrung gemacht, dass man hier gut an den eigenen Themen weiter wachsen kann. Und ja, ich glaube, das war es jetzt so insgesamt zu meinen Socials. Das muss ich mal kurz überlegen, aber ja. Das war ja auch schon ganz schön viel. Danke dir. Sehr gern. Wo können wir denn jetzt dein Buch finden? Ich habe das Buch ja mit Mali Books, also mit dem Verlag Mali Books herausgebracht. Da auch gerne einfach auf die Homepage von Mali Books schauen. Also marli-books.com. Marli schreibt man auch mit Y am Schluss. Und hier ist das Buch dann auch eben erwerblich. Ja, wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch eine Frage für dich. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Also ich finde die Frage ja wunderschön. Was wünsche ich mir von euch Lesenden? Einfach einmal das Buch
zu lesen und zu spüren, wie es euch damit geht und einfach einmal so vielleicht auch wieder so diese Check-ins bei euch machen, was es bei euch so vielleicht hervorkitzelt. Vielleicht gibt es auch Träume, die von euch gelebt werden wollen, und das ist so mein größter Wunsch mit diesem Buch, dass wieder Träume gelebt werden. Und auch hier, es muss kein wahnsinnig großer Traum sein. Vielleicht gibt es irgendeine Kleinigkeit, die du schon immer mal machen wolltest und ihr jetzt einfach nachgehst. Also wieder diesen Herzensträumen zu folgen, das ist so mein größter Wunsch für euch und auch für mich. Und natürlich, wenn ihr mir davon berichten möchtet, dann ist das natürlich umso schöner von euch zu lesen. Also gerne auch einfach auf Instagram vorbeischauen und es mich wissen lassen oder auch generell einfach mich wissen lassen, wie euch das Buch gefällt, was es bei euch wiederum hervorgerufen hat. Also in Kontakt zu sein ist natürlich einfach auch was Wunderschönes, gerade als Autorin, wo man ganz viel auch einfach nur vor dem PC verbringt, ist es auch einmal schön, wieder in den Austausch zu gehen, wie es denn bei anderen jetzt Anklang findet. Wir sind leider schon am Ende, Theresa. Es war wirklich sehr schön. Auch die Check-ins fand ich total spannend. Ich habe glatt mitgemacht und musste schon immer gucken, dass ich meinen Einsatz nicht verpasse. Ich war mittendrin, ja, und das ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich kann dein Buch auch nur wirklich jedem empfehlen. Ah, das ist wunderschön. Ich danke dir vielmals. Dankeschön. Ich danke dir auch, dass du heute bei mir zu Gast warst und wünsche dir heute noch einen schönen Tag. Danke dir, ebenso. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.